Die auszubildenden Straßenbauer des Ausbildungszentrums der Bau- und Handwerker in Limburg-Weilburg erlebten einen aufregenden und spannenden Tag. Sie waren zu Gast bei der MOBA, Mobile Automation AG in Limburg. Nervosität, Aufregung und Spannung war den jungen Straßenbauern in Spee ins Gesicht geschrieben, denn hier durften sie den großen Fertiger im Asphaltbau bedienen und fahren. Zu verdanken hatten sie das Erlebnis ihrem Ausbilder Matthias Landau, der mit seiner Idee der bewegten Lehre bei so manchen Firmen offene Türen einrannte. Eine bewegte Lehre heißt, dass wir möglichst detailgetreu und live auf Baustellen oder auch auf Betriebsgeländen unterwegs sind. Und meine Auszubildenden sowohl im Kanalbau, im schweren Kanalbau, alle Grundlagen erlernen und auch im Asphaltbau, sodass also diese bewegte Lehre uns die Möglichkeiten gibt, mit Kooperation vielen Firmen diese Ausbildung überhaupt durchzuführen und so praxisnah darzustellen, wie es dann auch auf der Baustelle ist. Die Auszubildenden haben so die Möglichkeit, sich ein sehr praxisnahes Wissen und umfangreiche praktische Erfahrungen anzueignen. Die Vielseitigkeit eines Straßenbauers ist enorm. Er kann in vielen Teilbereichen, was Straßen- und Kanalbau betrifft, eingesetzt werden. Und nach der Ausbildung sind die Auszubildenden eigentlich so weit, dass sie uneingeschränkt eingesetzt werden können in verschiedenen Bereichen. Hier bei der MOBA wurden die Auszubildenden speziell in ein Nivelliersystem für Asphaltfertiger eingewiesen, welches so neu ist, dass es noch nicht im täglichen Einsatz ist und auf seine Messepräsentation in den kommenden Tagen wartet. Ich bin Straßenbaumeister von Beruf und habe schon eine langjährige Erfahrung auch mit der Steuerung der Firma MOBA. Und eine Überlegung war es auf jeden Fall wert, die Firma MOBA mal darauf anzusprechen, ob ich eventuell auch mit meinen Auszubildenden hier mal vorstellig werden konnte. Vom Prinzip habe ich offene Türen eingerannt und habe dann einen wunderbaren Kontakt bekommen, wo wir verschiedene Ausbildungssequenzen hier durchspielen konnten in Form von 3D-Steuerung für den Bagger oder aber auch mit dem Fertiger, die MOBA-Matic im Einsatz haben, die durchaus oft auf Baustellen verwendet wird und die Jungs dann auch da Erfahrungen sammeln konnten und sich reinarbeiten durften. Durch eine Schulung direkt hier bei der MOBA haben wir andere Eindrücke. Also es wird auf die Technik sehr stark eingegangen, wo man dann nachher von dem Handling her es einfacher hat auf eine Einweisung von der Baustelle. Die MOBA AG ist ein Unternehmen, welches sich über 40 Jahre weltweit mit mobilen Automatisierungstechniken im Baualltag befasst. Mit ihren Experten der Entwicklung und Herstellung von Maschinensteuerungssystemen, Identifikations- und mobilen Wegetechnologien gehören sie zu den Global Playern. An diesem Asphaltfertiger wurden die angehenden Straßenbauer in das weltweit flexibelste Nivelliersystem eingewiesen. Schichtstärke und Neigung des Straßenbelags können hiermit eingestellt werden. Und weitere Systeme lassen sich bei der MOBA erlernen. Ein Höhenkontrollsystem für eine Schichtdicke, also wo ich permanent angezeigt bekomme, wie viel Material baue ich denn ein. Beim Radlader könnte es zum Beispiel sein, die Radladerwaage, also dass ich hier einen Beladungsassistent habe. Ich sehe dann auf meinem Display, ist mein LKW, den ich jetzt beladen habe, zum Beispiel mit Kies, ist der überladen, darf der überhaupt auf die Straße fahren? Oder bei einem Bagger ein Kontrollsystem, Höhenkontrollsystem, wo der Baggerfahrer dann seine Vermessungsdaten einspielen kann und somit tagsüber weiß, jawohl, ich habe jetzt meine Erdgrube oder meine Baugrube nach Vorgaben ausgehoben. Servicetechniker und Instructor Daniel Tutewohl geht hier sehr gerne seinem Job nach und unterweist die jungen Auszubildenden in der Handhabung der Technik. Denn er ist sich dessen sehr wohl bewusst, dass er hier seine zukünftigen Kunden vor sich hat. Also mit dem Ausbildungszentrum Limburg-Weilburg von der Handwerkerinnung machen wir solche Schulungen nach Bedarf, dass wir da den jungen Leuten, die da in diesem Bereich ausgebildet werden, mal einen Einblick schon mal in Maschinensteuerung geben, weil ich sag mal, das ist natürlich auch die Kundschaft von morgen, die müssen damit arbeiten und je früher man mit sowas in Berührung kommt, desto besser. Dabei beschränkt sich die Zusammenarbeit der MOBA mit dem Ausbildungszentrum Limburg-Weilburg nicht nur auf das Nivellierungssystem am Asphaltfertiger.
Also jetzt haben wir regelmäßig Schulungen angeboten bzw. durchgeführt. Als erstes war eine Gruppe da, die sich nur um Baggersteuerung interessiert hat bzw. eingebunden wurde. Jetzt hier der Trupp geht es hauptsächlich um den Straßenbau, sprich Fertiger und vielleicht ein bisschen mit dem Radlader noch. Die Kernaufgabe von mir ist, die Jungs möglichst nah an den Bereich Asphaltbau ranzubekommen. Und das gelingt mir nur dann, wenn ich auch Firmen an der Hand habe, die sowas mitgeben.